Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal möchte ich mal so ein bisschen ranken, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich möchte mal so ein bisschen im Rang aufsteigen, auch wenn wir schon Ende des Monats haben, so fast. Möchte ich da mal ein bisschen mitnehmen. Außerdem habe ich ein paar Quests offen und die müssen auch erledigt werden. Und zufälligerweise fällt das mit meinem Lieblingsdeck zusammen. Und da mache ich doch gerne mal eine Aufnahme. Okay, Ritter der Stunde und die oberste Atromantin erstmal weg, weil er hat Prophezeiung, den möchte ich dann lieber als Überraschung ploppen lassen. Die listige Verbündete am Anfang ist ja eigentlich ganz cool. So eine Dolchsturzmagierin am Anfang wäre auch nochmal perfekt. Aber man kann nicht alles haben. Mit der listigen Verbündeten können wir dann wenigstens mal so eine kleine Armada an Feuerblitzen aufbauen. Den müssen wir schon mal wegräumen. Das ist mir zu blöd, dass der stärker wird. Genau für solche Momente ist so ein Feuerblitz gedacht. Okay, er kann nichts mehr tun, das ist gut. So, jetzt muss der große Manitou nur auf unserer Seite sein, ohne er ist es nicht. Der große Manitou ist kein Liontube-Fan, Leute. Habe ich schon bei sehr vielen Matches gesehen. Ab und zu hat er so seine Tage, dann läuft das auch, aber so zum größten Teil. Nee. Die Astrid, die muss sterben. Das machen wir mit Hinrichten. Weg damit. Okay. Die Schutzzauberin, Zauberwirkerin, die hebe ich mir eigentlich meistens immer auf. Für Good Stuff. Aber die ist so einsam hier rechts auf dem Feld. Deswegen wäre das gar nicht so schlecht. Er muss jetzt mehr Karten aufwenden, um die hier wegzubekommen. Und hat dann halt eben noch eine zusätzliche Kreatur. Von daher ist mir eigentlich alles recht, wenn er seine Karten so richtig... Ihr wisst schon. Okay, er möchte direkt ins Gesicht. Ist das, was du spielen möchtest, ja? So willst du also spielen. Traurigerweise kann ich wirklich nichts tun. Ich muss sogar ins Gesicht gehen. Oh, leck mich. Naja, in der nächsten Runde könnte auch eine Prophezeiung von uns aufploppen, von daher gar nicht so schlecht. Gehen wir da rein. Töten wir den. Zu viel Schaden will ich jetzt auch wieder nicht fressen. In der nächsten Runde haben wir 6 Mana, es dauert also noch eine Weile, bis wir an Kanon spielen können. Die Karte sieht schon richtig geil aus, muss ich sagen. Eigentlich so die klassische Ausrüstung für so einen Control Mage. Aha! Und doch ins Gesicht. Tja, das hättest du mal nicht gemacht, mein Freund. Hättest du mal lieber nicht gemacht. Aber ich würde dann noch lieber links verteidigen. Weil rechts habe ich ja eigentlich eine Verteidigung. Obwohl. Falls ich den nicht gekillt krieg, weil er jetzt irgendwie die hier noch tötet, gehe ich lieber auf Nummer sicher. Da könnt ihr die natürlich jetzt auch wieder auf die andere Seite transportieren. Was soll er mal machen? Siehst du? Hat die
getötet. Ich hab's gewusst und sogar transportiert. Ich seh's voraus. Ein Name genügt. Okay. Der geht mir hier ziemlich auf den Sack, ne? Nur ich kämpfe mit mir, ob er es würdig ist, mit einem durchdringenden Speer getötet zu werden. Bist du es würdig? Meine Antwort ist eigentlich nein. Jetzt hab ich euch. Ihre Blasphemie wird ein Ende haben. Ich mach da mal schon ein bisschen Damage. Okay, in der nächsten Runde haben wir 7 Magiker, können also den Ancano dann auch mit dem Ring ausspielen. Dafür müssen wir jetzt mal ein bisschen das Board säubern, um seine Ankunft vorzubereiten. Ich überlege gerade, ob wir wirklich den hier töten. Der hat dann erschlagen, aber jetzt ausgeführter Auftrag ist jetzt nicht so krass, dass ich mich jetzt so davor fürchten müsste. Ich habe ja noch mehr durchdringende Speere, von daher machen wir das mal so. Und könnten dann, falls er noch was Gefährliches spielt, ihn eventuell mit 5 Schaden vernichten. Der Wald duldet eure Gegenwart nicht. Er mag das Schutzschild nicht. Ich merke das schon. Er mag das nicht. Okay, da hat er fast alle gekillt. Was heißt fast alle? Alle getötet. Bastard. Okay. Wir töten einfach den links. Haben dann auch noch eine Kreatur. Und könnten in der nächsten Runde den hier aufhalten. That's the plan. Ich meine, es ist bald auch soweit, dass wir die oberste Atromantin spielen können. Das wäre gut. Das ist scheiße. Das ist eine Runde. Ja! Ja! Gott will es! Gott will es! Wir könnten uns jetzt verteidigen. Und jetzt richtig 5 Schaden ins Gesicht machen. Ich meine 7 sogar. Damit hätte er nur noch 8 und dann könnte ich mit der obersten Atromantin eigentlich den Sack zumachen. Aber ich halte so gern das Board so ein bisschen flach. Das ist mir für gewöhnlich lieber. Ich möchte mir jetzt auch nicht allzu viele Möglichkeiten bescheren, jetzt noch mehr Runen ploppen lassen. Deswegen gedulde ich mich. Nächste Runde kann ich ja immerhin die oberste Atromantin spielen und dann später in der anderen Runde auch den Manticore zur zusätzlichen Kontrolle. Seit ich wieder so Legend-intensiv spiele, habe ich wieder richtig Bock auf Skyrim, ne? Es soll sogar bald eine VR-Version rauskommen, leider nur für PlayStation erstmal. Sehr, sehr bitter, er konnte jetzt Sachen machen. Und er macht auch immer noch Sachen. Und das ist sehr nervig. Aber jetzt ist Manticore-Time. That's all about the Manticore. Wir werden uns darum kümmern. Wir machen erstmal hier sowas. Der geht mir voll auf den Sack. Killen wir den. Und guck mal, was jetzt passiert. Wir können mit der obersten Atromantin dann schon mal 2 Schaden machen, das ist gut. 4 Schaden.
Dann hat er nämlich nur noch 3 und dann muss nur noch ein Feuerblitz ploppen und dann ist die Sache eh gegessen. So, jetzt haut er raus. So. Da muss ich halt jetzt drauf konzentrieren, die oberste Atramantin loszuwerden. Weil sobald ich irgendwie noch schaffe, es 2 Kreaturen aufzurufen, dann ist der sowieso tot. Und das ist ja kein Problem. Genug haben wir ja. Für ihn ist jetzt 2 Risiken. Sie am Leben zu lassen, wäre natürlich sein Tod. Oder wenn er reingeht und volles Risiko geht und versucht noch irgendwie Schaden zu machen, könnte er natürlich einen Feuerblitz ploppen. Und dann wäre der Typ so, genauso tot. Ich gebe mich eurem Geschick. Oder er gibt sich einfach meinen Geschick geschlagen. Oder so, oder so. Okay, Leute, cooler Kampf. Wir sehen uns direkt im nächsten. Okidoki, Leute. Manticore weg, durchdringender Speer weg, oder Wing weg. Seid gegrüßt, Freund der Marsch. Zum Gruße, Bürger. Hey da. Okay, unsere Starthand ist grottig. Absolut grottig. Okay, der hat ein Ork-Deck, also ein recht schnelles Deck. Eissturm ist da für den Anfang eigentlich recht gut. Wir können jetzt leider nichts spielen, aber in der 6. Runde würde er halt das Board, das er aufgebaut hat, dann auch recht schnell verlieren. Und das ist oft der Todesstoß für die meisten. Genau, durchbrechen. Okay. Ich würde gern. Ich möchte nicht, dass meine Verteidigung so schnell stirbt. Durchbrechen, der würde da nicht dran vorbeikommen. Okay, ich fresse nochmal ein bisschen Schaden. Und würde dann in der nächsten Runde den Schwarmverteidiger spielen. So ein bisschen Schaden fressen können wir auf jeden Fall. Das halten wir aus. Das halten wir nicht so gut aus. Okay. Wir könnten Wolkenruhe-Illusionistin spielen. 4 weniger. In Kombination mit Hinrichten. Bam. Okay, der würde dann da reingehen können, was er nicht macht. Das machen die meisten nicht. Die gehen dann schnurstracks ins Gesicht. Weil die wissen, dass ich natürlich versuchen werde, den sowieso zu töten. Aber so kriege ich meine heiß begehrte Kontrolle wieder. Und der Schwarmverteidiger ist immer noch auf der Hand. Das ist halt positiv. Feigers Geber. Okay, wir haben Möglichkeiten. Wir haben ganz viele Möglichkeiten. Werde Zeuge meiner Macht. Machen wir so. Dann Schwarmverteidiger for the win. Huh. Wir könnten ihn auch in eine Falle locken und sagen, okay, spiel mal deine Kreaturchen aus und so. Und dann nutzen wir Eissturm. Ihr seht, er hat halt nur so klein geschissen. Ne? Muss da sogar reingehen und tötet zum größten Teil seine eigenen Kreaturen. Okay, wir haben nochmal einen Schwarmverteidiger. Also, es sieht nicht sehr gut für ihn aus. Ich würde ihm gerne auch ein Schutzschild geben. Ich möchte seine Verteidigung so lang wie möglich aufrechterhalten. Nicht, dass er ihm noch irgendeine Waffe gibt oder so. Und dann ist der so schnell weg. Okay, bei dem klappt's.
Das ist dann auf jeden Fall ein Opfer für durchdringender Speer. Okay. Damit haben wir eigentlich schon so gut wie gewonnen. Wir haben die Kontrolle. Und wenn so ein Agro-Deck die Kontrolle verliert, dann wird das sehr, sehr schwer. Okay, also zu siegessicher will ich mir natürlich jetzt auch nicht sein. Vor allem, wenn er so ein Arcano im Deck hat. Okay, das ist sehr positiv jetzt. Okay. Das Letzte, was ich möchte, ist ihm mehr Karten zu geben. Deswegen werde ich jetzt auch nicht angreifen. Er hat aber die richtigen Antworten. Jetzt controlt er so ein bisschen zurück. Wir haben auch nicht mehr viel Leben, also es wird jetzt noch sehr gefährlich. Okay, das ist perfekt. Wir müssen jetzt sehr aufpassen. Vor allem die muss jetzt auch weg. Aber das sollte kein Problem sein. Also mit 9 Leben wird es echt sehr gefährlich. Wir müssen jetzt gucken. Upp, 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 upp. Ups. Jetzt habe ich blöd rumgelabert. Oh Mann, ey. Jetzt habe ich mich verklickt gerade. Ich war gerade voll im Wahn. Okay. Concentration Station. Machen wir so. Weil ich wollte es natürlich andersrum machen, ist ja klar, ne? So ein Shit. Okay. Das ist jetzt alles noch zu gefährlich. Ich möchte die 10. Runde auf jeden Fall abwarten, sodass wir den Manticore im Notfall spielen können. Oder Wing wäre auch im Notfall noch da. Der wird jetzt den Feuerblitz fressen. Wir könnten aber auch den Manticore spielen, um dann auf der Seite wenigstens noch eine Verteidigung zu haben. Das klingt doch gut. Und dann könnten wir den Schwarmverteidiger links spielen, damit er keine Sturmangriff-Kreaturen ausspielen kann. Dann kommt er da nicht so leicht vorbei. Okay, sehr gut. Wir können unsere Verteidigung weiter ausbauen. So, noch möchte ich mich nicht trauen, da reinzugehen. Noch hätten wir jetzt die komplette Kontrolle. Vor allem durch den Feuerblitz, durch dringender Speer, die ganzen Eisstürme, die wir heraufbeschwören können. Das ist natürlich auch überhaupt kein Problem, weil wir Feuerblitz haben. Okay. Okay. Ja, dann gehen wir halt da rein. Mensch. Dann ist es halt so. Wir werden noch genug Kreaturen ausspielen können. Das sollte nicht das Problem sein. So leicht kommt er da auch nicht vorbei. Wir hätten natürlich auch Oderwing spielen können. Das wäre wahrscheinlich cleverer gewesen. Okay. Hinrichten Seid möchte ich mir gegrüßt, Freund der noch Marsch. aufsparen für irgendwas Gefährliches. Aber wir. Wächter ist wichtiger. Wächter ist deutlich wichtiger. Ich will jetzt auch keine Risiken eingehen. Ich warte die ganze Zeit, bis die oberste Atramantin am Start ist. Weil dann sehen die Chancen schon besser aus. Okay, der kommt da nicht vorbei. Den können wir auch gleichzeitig töten. Oder wir lassen ihn einfach so lange schmoren, bis er keinen Bock mehr hat und weiß, dass er verloren hat.
That's the play. Oh Mann, Leute. Okay, sofort ins nächste. Okay, als Start eigentlich perfekt. Natürlich wäre so eine Dolchsturzmagierin noch perfekter. Aber ich kann mich nicht beklagen. Jetzt am Anfang können wir schön die Kontrolle ausüben. So, die oberste Atramante nicht. Ist halt ein bisschen nervig, wenn wir jetzt schon so eine hohe Karte haben. Aber so können wir die wenigstens direkt in der 10. Runde ausspielen. Okay. Also bisher konnten wir ganz gut dominieren. Ich hoffe, der große Manitou, der ist weiter auf LineTubes Seite. Zeit für unsere listige Verbündete. Jawohl. Das wird dann später natürlich sehr, sehr nervig. Wir haben halt auch keine Möglichkeit, das irgendwie loszuwerden. Also müssen wir es ploppen lassen oder ihn so schnell töten, dass das gar nicht ploppt. Was schwer wird. Denn wir sind ein Control Mage. Okay, an dem komme ich auf jeden Fall vorbei. Müsste aber meine eigene Kreatur opfern. Die muss ich nicht. Machen wir so. Und bam. So können wir weiterhin bedrohlich sein. Okay, wir würden dann den Feuerblitz als auf die Hand zurückbekommen. Ist halt jetzt nicht so der Burner. Wir könnten auch ein Risiko eingehen. Sagen, okay, wir benutzen jetzt den durchdringenden Speer, um die hier loszuwerden. Und versuchen dann auf gut Glück mit Iron den zurückzubekommen. Komm, upsa. Wir versuchen es mal mit Luck. Okay. Dafür wäre es jetzt natürlich besser gewesen. Aber, komm schon. Luck for the win. Jawohl, Leute. That's how we play. Okay. Wir könnten den Feuerblitz benutzen. Ja. Vergessen, dass ich keine Magiker mehr habe. Nicht den Feuerblitz könnten wir nicht benutzen. Das würde ja auch nicht reichen. Okay, wir müssen es akzeptieren. Aber er wird wahrscheinlich jetzt auch akzeptieren, dass wir den durchdringenden Speer zurückbekommen haben und seine Kreatur damit töten werden. Das heißt, er würde die hier auf jeden Fall killen. Ist ja sowieso ein Control-Deck, also ins Gesicht gehen wollen würde er nicht. Ich würde den durchdringenden Speer auch ungern jetzt schon gegen den da einsetzen, gegen eine 4-Magiker-Kreatur. Es kommen da jetzt noch viel, viel krassere Viecher. Deswegen so war es eigentlich ganz gerne aufsparen. Ich meine, was will er tun? Was will er tun? Mir Schaden zufügen und mich Karten ziehen lassen? Was soll er das doch tun? Okay. Machen wir so. Dann werden wir halt ein bisschen bedrohlich sein.
Bisschen was zur Verteidigung. Ich mag die Karte. Ich mag die echt. Irgendwie ist die mir so übel sympathisch. Es ist jetzt auch, ja, es ist immer noch lange hin, bis wir die Oberstar-Tramantin spielen können und selber ein bisschen mehr noch in die Offensive gehen können. Bis Oda Wing kommt sowieso. Oda Wing ist wie so ein Goku. Er kommt immer ganz am Ende. Aber dann rockt er. Und dann rockt er richtig. Ich werde den Hieß beschützen. Das ist schon echt nervig, dass ich jetzt, weil ich den durchdringenden Speer für diesen Hiesen einsetzen muss. Aber ich komme ansonsten nicht vorbei. Und ihr seht ja, wie. Ihr seht ja, wie schnell seine Mana-Kurve hochgeht. Und wenn die aufploppen, dann sehe ich halt echt schwarz, ne? Und ich füge ihm ja, ich halte jetzt sehr viel Schaden zu, weil ich einfach möchte, dass die oberste Atromantin dann eventuell ihm den Rest geben kann. Wenn er es nicht ganz schafft, die jetzt aufzuhalten, sehe ich wirklich eine sehr gute Chance, dass, wenn wir dann in der übernächsten Runde die oberste Atromantin spielen, Das haben wir wir denn so gut wie gelernt. gewonnen haben. Skelettdrache ist jetzt natürlich ein bisschen hinderlich. Aber nichts, woran wir nicht vorbeikommen. Machen wir so. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. So, da hat er jetzt wieder was zum Verteidigen bekommen. Den möchte ich tot sehen. Und den Ritter der Stunde, damit wir einfach mal ein bisschen mehr Offensive haben. Spiele ich mal links, dass er sich jetzt auf zwei Felder konzentrieren muss. Und das sieht eigentlich schon ganz gut aus. So, das Gute ist, wir können jetzt die oberste Atramantin spielen. Zum Glück haben wir Hinrichten. Für 0. Da geht er zum Glück rein. Jawohl. Dann ist die schon mal kapeist da. Noch ein Wächter. Okay, jetzt baut er sich natürlich zu, ne? Darf nicht mehr Leben bekommen. Wenn er noch mehr Leben bekommt, ist das sehr hinderlich. Okay. Wir werden diesen Hiesen rufen. Können hier noch ein bisschen Schaden machen. Okay, die ploppen auf, klar, aber er kann nicht viel tun. Er könnte die natürlich noch töten. Wir hätten aber durchbrechen. Und die Chance natürlich auf Feuerblitz von der listigen Verbündeten. Wer schaut mir denn dazu? Du also. Oh oh. Oh oh. Der 7er Bad Rip. Ich muss kurz zurückschreiben. Nein.
Okay. Das ist halt echt so. Machen wir mal so. Okay, der große Manitou, der hat keinen Bock auf uns. Der hat sowas von keinen Bock auf uns. Okay, machen wir so. Machen wir so. Und akzeptieren es. Akzeptieren es. Okay, wie viel hat er? Er hat jetzt 16. Also recht viel. Machen wir mal so. Feuerblitze können mich halt jetzt auch nicht retten, ne? Falsch gedacht, mein Freund, falsch gedacht. So, dann macht halt jetzt auch nicht mehr viel. Räumen wir mal ein bisschen was aus dem Weg. So, ich habe gerade keine Zeit, mein Freund. Der würde dann drauf gehen, das ist zu unserem Gunsten. Ja, machen wir so. Kriegen noch ein bisschen Leben zurück. So, ich reiß das noch. Ich reiß das noch. Aber hallo. Jetzt muss ich Risk gehen, ne? Jetzt muss ich Risk gehen. Okay. Jawohl, noch ein Salamander-Schlag. Die Prophecy sind auf meiner Seite. Nein! Das gibt's doch nicht. So ein Lacker. Leck mich am Arsch. Ich kann gerade mal 6 Schaden. 6 Schaden machen. Okay. Mit Eissturm bleiben die meisten trotzdem leider erhalten. Dann müsste ich meine zermalmenden Schläge würden hier nichts ausrichten. Das wäre halt das Problem. Das würde halt gar nichts bringen. So, damit bleiben die meisten erhalten. Und ich gehe einfach mal hier so rein. Okay. Das war ein knappes Ding. War ein richtig knappes Ding. Ein richtig knappes Ding. Richte über mich. Richte über mich, Lautern. Na, wenigstens war es spannend. Eindeutig spannend. Okay, Leute. Two wins, one lose. Ist okay. Hauptsache, es war heroisch. Hauptsache, heroisch. Okay, Leute. Wir sehen uns im nächsten Rank-Video. Da möchte ich noch ein bisschen was mit den anderen Decks machen. Ich möchte auf jeden Fall noch Rank 5 machen. Okay, Leute. Bis dahin. Auf Wiederschauen.